2023 mal 2022 minus 2024 mal 2021 ergibt eine dieser fünf Antworten. Welche? Wir starten mit dieser Rechnung und ersetzen 2022 durch 2021 plus 1 und wir ersetzen 2024 durch 2023 plus 1. Somit erhalten wir diese Rechnung und jetzt können wir da und da die Distributivität anwenden und so bleibt diese Summe zu berechnen, Summe, in welcher der erste und der dritte Term genau entgegengesetzt sind und somit verschwinden diese beiden. Es bleibt zu rechnen, 2023 minus 2021 und das ergibt 2. Demzufolge ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.